Hilfestellung, das will ich nicht und deswegen. Und mit diesen Worten heißen wir euch herzlich willkommen zu Wolfs Let's Play zu The Legend of Zelda für das NES. Im zweiten Durchgang. Schön. Auf jeden Fall, ja, dieses Wort, was du eben gesagt hast, Backseat Gaming, das bedeutet. Ja, habe ich das ja doch richtig gesagt. Backseat Gaming. Ja, Rücksitzspielung. Also das, ja, das kenne ich nicht, also dieses Wort zumindest. Das hab, also das ist mir nie begegnet, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Auf jeden Fall, so wie ich Funk kennengelernt habe, beziehungsweise auch weiterhin lernen durfte und auch in seiner Inaktivitätsphase, ja, er erwähnt. Ich erwarte auch nicht, dass man mich erwähnt. Also das ist jetzt nicht mein primäres Ziel, dass ich sagen kann, oh, Frank hat mich erwähnt jetzt in Zelda 2 oder sowas. Sondern es geht mir nur darum, dass er Fehler begeht und das ärgert mich. Und da möchte ich ihn einfach nur darauf hinweisen. Weil er Fehler nicht mehr ausbügelt oder weil er nicht zu ihm steht? Weil er einfach die Kommentare nicht liest oder die Kommentare ihn nicht interessieren. Ich glaube, dieses Wort ist entstanden durch das Twitch, allgemein durch das Streaming, weil du ja beim Streaming Zuschauer hast und demzufolge auch die Zuschauer-Chat liest und dann gibt's halt die ein oder anderen, die halt Dinge vorsagen während des Spielens, wo du halt selbst noch rumknobeln willst, wie zum Beispiel Rätsel lösen. Ja, aber wenn man. Wenn du jedes Mal ein Rätsel lösen möchtest alleine und dann kommt irgendjemand und sagt dir, wie das Rätsel funktioniert, dann ist es verständlich, dass es natürlich dann nicht mehr so viel Spaß macht. Und dadurch ist dieses Wort Backseat Gaming entstanden. Das Problem ist aber, dass die Backseat Gaming auf so ziemlich alles, was irgendwie auch nur ansatzweise über das Spiel gesagt wird, als Tipp ansehen und das als Backseat Gaming praktisch beziteln. Und also, dann den entsprechenden Tippgeber blocken dann. Ja. Genau. Okay. Also, auch wenn man ihm sagt, es gibt noch einen zweiten Durchgang, den aber noch nicht angefangen hat zu spielen. Aha. Das wäre dann auch Backseat Gaming, oder? Das vielleicht nicht unbedingt, aber. Ja, ja, aber das habe ich ja nur. Ich habe nur das erwähnt. Wenn du mir jetzt zum Beispiel gesagt hättest, dass die Blauen dir dein Schwert wiedergeben und die Roten dein Schwert wegnehmen, das wäre Backseat Gaming gewesen. Ja, ja, aber das habe ich ja nicht gemacht. Ich habe nur gesagt, das ist ein zweiter. Ja, in dem Fall hast du das genau gemacht, das ist richtig. Aber du hast ihm ja auch Tipps gegeben. In Zelda 2 zum Beispiel. Ja, die hat er aber dankend angenommen. Indem er ich sag ja, damals hat er sie noch dankend angenommen. Ja. So, aber jetzt erstmal unabhängig davon. Nein! Oh Mann! Ja. Seid ihr noch da? Ja, ich bin noch da. Ja. Ich überlege bloß, was ich sagen wollte. Manchmal vergesse ich das im Satz. Ja, das geht manchmal auch so. Verständlich. So geht's jedem. Nein! Ja, ist menschlich einfach. Was nicht menschlich ist, sind diese Viecher da. Ja, die sind unmenschlich, weil es keine Menschen sind, sondern irgendwelche Kugeln, die da rumeiern. Eigentlich habe ich von den Rittern gesprochen, aber egal. Mit ihm hast du schon gesprochen, ja. Also, der hat dir schon den Tipp gegeben, meine ich. Ob Link mit ihm jetzt gesprochen hat, das sei mal dahingestellt. Keine Bomben. Zumal Link in den meisten Zelda-Spielen nicht sprechen kann, außer in Zelda 2. Da hat er tatsächlich einmal gesprochen. Einmal. Da hat er in einem Dorf mal gesagt, hier, I found water. Das kann ja nur er gesagt haben, weil er Wasser gefunden hat. Vielleicht hast du es gedacht. Ja, aber das Problem bei Link ist, auch seine Gedanken äußert er nicht. Also jedenfalls nicht sichtbar für den Spieler im Spiel. Soll ich wieder rausgehen und Bomben sammeln? Pfeile, wo er noch spricht, zählt nicht. Auf den CDI-Spielen. Ja gut, die CDI-Spiele... In der Serie spricht er. Erwähne ich lieber nicht. Ja, genau. Soll ich wieder rausgehen und Bomben sammeln? Denn ohne Bomben will ich nicht mehr weiterkommen. Was willst du mit Bomben? Naja, das da zum Beispiel, Moment. Du brauchst keine Bomben, da rechts.
da komme ich so. Soweit ich weiß, brauchst du keine Bomben, um das andere Dungeon-Item zu holen. Ja, aber ich war jetzt schon, glaube ich, überall. Ja, anscheinend nicht, weil sonst hättest du es ja gefunden. Was wolltest du sagen, Ursoma? Irgendwie kam deine Stimme hier gerade rüber. In den animierten Serie von der Zelda gab es auch Link, der gesprochen hat. Ja gut. Aber das ist ja kein Spiel, sondern eine Serie. Ich meine nur in den Spielen. Und in Zelda 3 spricht er auch. Wo denn? Musst du dir mal ein Video dazu angucken. Ja, wenn es eine Parodie ist oder sowas, dann... Nein, es ist keine Parodie, es ist ein... Video. Ja, aber ich kann mich nicht daran entsinnen, dass er in Zelda 3 sprechen kann. Oder zumindest irgendeinen Dialogteil hatte. Aber ich denke mal, Ursoma, weil er schon so lacht, wird er sicherlich irgendwas ausgegraben haben. Ich hab mal ein Video gesehen, bei dem sie Link halt Attacken machen müssen. Und in der Attackenreihenfolge klingt es halt so, als würde er sagen, hau ab! Hau ab! Hey. Naja gut, das ist wiederum eine... Interpretationssache, ob man das jetzt als Sprachaktion sehen kann oder nicht. Ich geb's auf, wo ist das Teil? Ja. Sag du, Ursoma. War jetzt schon überall. Was? War jetzt schon überall. Nein, warst du nicht. Welche Räume warst du denn schon? Ja, wenn ich eine Karte hätte, könnte ich das haben. Ja, dann mach die Karte auf. Du kannst eine Pause drücken. Ich war... Das ist ein offener Weg. Ja, dieser offene Weg führt in den leeren Raum. Den schwarzen. Ja, das, wo ich das Bonus her hatte. Aber kann man anhand der Karte kann man nicht sehen, wo das ist, muss ich auch ehrlich sagen. Deswegen braucht er den Tipp. Okay, wie gesagt, in welchen Räumen warst du schon immer? Erzähl mal auf. In welchen Räumen ich war? In den drei unteren. In den drei darüber. So, Moment, die drei rechten da sind noch nicht, aber... Naja, bitte, da guckst du mal in die drei Räume. Ich wünschte, er hätte die Karte. Wie soll ich da hinkommen? Wie bitte? Wie soll ich da hinkommen? Ne, du warst schon mal da. Was war denn da in den drei rechten Räumen? Kannst du mal gucken. Kannst du jetzt da mal hingehen. Die Bibel, oder? Nee, die Bibel war da nicht. War überhaupt irgendwo eine Bibel? Ja, die habe ich eingesammelt. Aber es ist eher das Buch, also das Zauberbuch. Für mich ist es eine Bibel. Okay. Bibel ist ja auch ein Zauberbuch, zwar ein ziemlich seltsames, aber... Ja, hast du recht, gewissermaßen hast du recht. Ich bin mal ganz kurz AFK, bis gleich. Du verpasst mich. Bis gleich. Bisschen! Oh, Hase des Verderbens. Warum Hasen? Ich mag Hasen. Ich mag Kanickel. Kaninchen. Ich hatte mal Kaninchen. Als ich noch ein Kind war. Ein ganzer Stall voller Tiere und Kaninchen haben auch dazu gezählt. Und gleich wird's wieder clashen. Wie bist du denn vorhin da hingekommen? Das weiß ich nicht mehr. Naja, wenn du dich daran erinnerst, was da war, dann könntest du es dir wieder vorstellen.
müsste irgendwie komplett wieder rausgehen, aber irgendwie geht's nicht. Weil mir der Weg blockiert wird. Deswegen wollte ich jetzt eigentlich rundherum gehen, aber es geht ja auch nicht. Also musstest du den vorhin ganz oft machen. Ja, mich resetten wegen den Teilen da. Wo war das? Hier war's nicht, oder? Nein. Moment, das hat die blauen, das hat ungefährlich. Das ist ja am Anfang des Dungeons. Und ich bin wieder da übrigens. WB. Ja, WB, Leute. WB-Fälle. Ich stelle mir die ganze Zeit vor, was aus mir jetzt geworden wäre, wenn ich damals auch zur selben Zeit angefangen hätte wie große YouTuber. Was wäre denn das? Dann hättest du das Spiel besser drauf als jetzt. Nee, ich meine. Achso, du meinst wegen der Zeit, meinst du jetzt, ne? Abos und so weiter. Wieso gehst du weg? Wieso gehst du da weg? Ich meine wegen Abos und so weiter. Du solltest doch Kunden erkunden. Du hast hier drei Räume, die du noch nicht erkundet hast. Wieso gehst du gegen die Wand? Achso, du willst ausprobieren, ob wir Steine verschieben. Ob du Steine verschieben kannst. Okay, ja. Ist in Ordnung. Stellt euch das mal vor. Und dann. Was weiß ich, wie viel Abos jetzt hätte. Ja, du weißt ja, was in dem Raum war, das Triforce-Teil, und da geht's weiter. Mies. Was, die sind Entwickler. Das ist doch nicht mies, was jetzt da ist. Was? Ja, mies ist, dass ich gleich tot bin. Noch. Ich sehe eine gewisse Anzahl, die nicht vorhanden ist. Oh, jetzt ist die vorhanden. Ich will eigentlich mein Getränk saufen. Saufst du? Ja, noch nicht. Ein Hit kannst du noch aushalten. Oder zwei vielleicht sogar. Deswegen zögere ich ja auch so. Kannst du ja schon mal auswählen, das Getränk. Spacko, komm her. Weil mit Boomerang kannst du ja nicht besiegen. Oh! Danke für gar nichts. Das wird scheiße. Ne, vier Bomben kannst du die besiegen. Ja, aber nicht, wenn er das falsch macht. Ja, das ist eben das. Naja, vergiss mal. Weißt du, wie man es richtig macht, Wolf? Eine Bombe vor einem Dodongo legen und dann explodiert sie und dann mit dem Schwert zuschlagen und dann kriegst du die du kannst auch zwei Bomben hintereinander legen. Eine nimmt er so und die andere explodiert dann vor ihm. Aber das geht nur bei einem. Ja, und schon hab's es verkackt. Nur bei einem, der ja, den du ja nicht. Oder eben, ja. Weil er nicht vernünftig zuhört. Jetzt musst du dich sterben lassen. Weil du da nicht rauskommst. Wobei ich nicht weiß, ob du links oder rechts Wand laufen kannst, vielleicht. Ja, danke, dass. Mal. Ja, wenn du nicht weggeschossen wirst, könntest du es probieren. Rechts geht's auf jeden Fall nicht. Links auch nicht. Gut, also muss ich sterben. Tja, da solltest du halt. Sein, sein, ne? Solltest du halt besser zuhören, bevor du irgendwas probierst. Aber du weißt ja jetzt, wo das ist. Das ist der Vorteil daran. Am besten erstmal ein paar Bomben sammeln. Du kannst auch über einen zweiten Controller speichern, ne? Dann gehst du auch raus. Der könnte Continuum machen, ja. Und dann kommt er direkt am Dungeon-Eingang wieder raus. Ihr könntet auch Safe machen und dann. Ja, wenn er Safe macht, dann kommt, glaube ich,
Dann kommt er draußen raus. Dann kommt er beim Eingang, also da, wo er immer startet. Kommt er dann nicht im Menü raus? Ja, im Menü erst und dann, wenn er dann wieder startet, dann... Dann ist er wieder ganz am Anfang. Dann ist er wieder ganz am Anfang und dann kann er Bomben sammeln. Aber ist ja egal. Macht es eben so. Dann hat er eben ein Death mehr in seinem Death Counter. Hast du genug Geld, um theoretisch Bomben zu kaufen? Der Händler ist, glaube ich, sogar auf der Geldfarmroute. Jetzt ist der Wolf übrigens ziemlich still, weil er nicht mehr reden möchte, jetzt durch diesen Vorfall. Durch diesen Tod. Ich habe die Bomben noch gefarmt. Meistens. Ups. Spacki ist gerade in demselben Raum, in dem Wolf gerade ist. Lol. Jetzt nicht mehr. Was kostet der Blauring nochmal? Ich glaube 250, oder? Ja. Mhm. Ist eigentlich schon im zweiten Durchgang, Schmecki? Das ist schon immer noch der zweite Durchgang, ja. Weißt du, hast du eigentlich schon die 100 Rubine gefunden? Die 100, ja, habe ich schon. Okay, dann. Da gibt's ja nur einmal 100. Wie weit bist du denn bisher im zweiten Durchgang? Schmacki. Ein Triforce bisher. Also den ersten Dungeon geschafft. Aber ich erkunde noch. Ja, Bomben bekommen. Theoretisch reichen, aber nicht für den Wolf. 12 würde ich sagen. Wo nix Dungeons weiß ich ja wenigstens schon mal. Also. Ich erklär's dir einfach nochmal. Versuch's zu verstehen und dir zu merken. Entschuldigung, ganz kurz mal dazwischen. Die Drop Rate der Bomben ist bei denen am höchsten, bei den Schweineköpfen. Okay, jetzt dazu. Du kannst, glaube ich, in der Höhle Bomben kaufen. Das auch, ja. Okay. Also, die Dodongos, das sind ja diese Dinos. Ja. Solltest du ja wissen. So, die haben im Grunde 2 HP. Den ersten HP verlieren sie normalerweise, wenn sie die Bombe fressen, und beim zweiten Fressen sterben sie. Du kannst sie allerdings auch mit dem Schwert töten, unter der Bedingung, dass der Rauch der Bombe in die Augen des Dodongos kommt. Das ist jetzt allerdings ziemlich schwierig zu treffen, weil die Dodongos sich zufällig bewegen. Achso, deswegen hat der eben so geguckt. Wenn du, der Dodongo ist dann vom Rauch betroffen, wenn, übrigens, hier müsstest du einfach, wenn du jetzt im Dungeon willst, den geraden Weg nehmen durch die Treppe. Mhm. Wenn du, wenn du praktisch willst, dass, der Dodongo ist dann verletzbar mit dem Schwert, wenn er wirklich stehen bleibt, also komplett stehen bleibt, weil er von der Bombe getroffen wird. Du kannst das allerdings auch ertricksen, dass er das macht. Und diesen Trick wollte ich dir sagen, bevor du deine Bomben weggeworfen hast, gefühlt. Und zwar, dadurch, dass er, wenn er eine Bombe frisst, ja stehen bleibt, um die zu fressen und dann zu explodieren, ist er in diesem Moment, kann er dir von dem Rauch nicht mehr weglaufen. Wenn du also direkt 2 Bomben hintereinander legst, sodass er die erste frisst und die zweite auf ihm drauf liegt, triffst du mit dem Rauch 100%, kannst mit dem Schwert danach den Dodongo töten, und wenn du ihn mit dem Schwert tötest, droppt der 100% 4 Bomben. Ja, so mache ich das auch immer. Also müsste ich 2 Bomben legen. Die eine frisst er, die zweite explodiert, nimmt ihn ins Sicht und dann haue ich ihm den Schwert kaputt. Aber an sich genau. Direkt hintereinander am besten die beiden Bomben. Genau. Und wenn du das richtig machst, dann gibst du 2 Bomben aus und verdienst 4. Ich bin mal gespannt, ob das was wird. Mal gucken, du kannst ja mal üben eben bei den Dodongos da. Nein, nicht hier. Später wird das sowieso noch wichtig werden. Das Blaue! Oh, jetzt zu spoilern. Ich muss euch vernichten. Ja, diesen Raum musst du vernichten. Das Blaue! Nicht das Rote! Ich finde es so genial, dass du jetzt auch dieses Feature verstanden hast. Nein! Weil ich
finde dieses Feature so genial mit diesen roten und den blauen Kugeln. Ich finde es sehr nervig, aber... Gut. Ach yes. Ja, ich weiß noch, wie du dich damals in deinem LP über dieses aufgeregt hast. Ich weiß, ich habe mich aufgeregt, aber im Eigentlichen finde ich es sehr genial, von der Idee her. Also. Oh, das blauert mich nicht, okay. Hau ab von mir. Also jetzt hau ab von mir, nachher kannst du wieder kommen, sobald ich getroffen wurde. Ne? Habe ich denn gerade das Schild weggeschossen? Nee. Nein! Nee. Unfair. Leck mich. Du Saftsack! Seite treffen. Oh. Also, wie gesagt, lieber von den Köpfen nicht treffen lassen, als von ihm Rittern. Ja. Auch wenn die dir das Schwert wegnehmen, das ist nicht schlimm, du kannst ja den Blauen irgendwann berühren. Spackos. Ja, ich bestimmt Svitamoris sabotiert. Oh, Energie hier. Dann Svitamoris verkackt und das hat mich total aufgeregt. Ich musste mir den Text von dem blöden Theaterstück merken und das konnte ich mir nicht merken, dann habe ich den Text falsch gesagt und dann habe ich natürlich keine Bilder bekommen, eben weil ich es verkackt habe. Hat mich voll aufgeregt. Was kann man verkacken? Ja. Ja. Hier brauchst du nicht alle töten. Ich will den weg haben. Da kennt hier Osoma sich auch schon aus, nichts wie der Morris. Naja, ich habe das RP von Wolf teilweise mal verfolgt, bis zu einem bestimmten Punkt, wo, ich glaube, bis zum Dezember. Einfach bloß, weil ich gesagt habe, ich guck's mir mal an. Okay. Ja, aber das mit dem Theaterstück kannst du gar nicht gesehen haben, weil das habe ich noch gar nicht hochgeladen. Ja, das ist klar, ich habe das noch nicht gesehen, aber ich weiß, dass man Svitamoris verkacken kann. Gut, du hast einen von diesen Blobs in einen Gels verwandelt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Blobs heißen, aber die Kleinen heißen Gels, das weiß ich noch. Pols und Gels Fledemaus, heißen die, glaube ich. Hm? Wie? Pols und Gels heißen die Kleinen. Pols und Gels, genau. Und die Fledemaus... Du musst hier, glaube ich, rechts durch die Wand. Kieses. Ja, jetzt ist es zu spät. Das Blaue! Rechts. Und die Hamburger heißen... Like. Mhm. Ich will da durch. Oh, gerade noch. Oh, gut geschafft. Selbst wenn, wäre es halb so wild gewesen, wenn du von dem Roten getroffen würdest, weil dann hättest du nur diesen Fledermäusen ausweichen müssen. Oder mit Bumerang. Ja, sieht man, wie ich ausweichen. Bumerang kann man die auch besiegen. Und dann wärst du nämlich im nächsten Raum schon wieder geheilt worden. Genau, weil er wieder ein Blauer kommt. Oder drei Blaue, eher gesagt. Habt ihr gesehen, ich bin über den Stein gesprungen. Weil das Teil mich rübergekickt hat. Ja, du kannst dich schon mal darauf einstellen, dass das jetzt ständig so sein wird mit den blauen und roten oder zumindest in den meisten Dungeons. Ja, nicht in jedem Dungeon. Aber nicht in jedem Dungeon, aber in vielen Dungeons. Da wäre es obligatorisch. Gut. Das finde ich so genial daran. Ich glaube, ich kotze noch in dem Spiel. Also mein Lieblingsdungeon ist Dungeon 8 im zweiten Durchgang. Ich glaube, das wird scheiße. Also nicht mein Lieblingsdungeon, nur damit jemand anderes leidet darunter. Nein, weil ich ihn selber gut finde. Aber du wirst es sehen. Kacke. Ich hoffe, die anderen Zelda-Spiele sind besser als das. Von Twilight Princess weiß ich ja, von Ocarina of Time weiß ich es auch wenn ich in der N64... Also ich find diese Zelda eigentlich ziemlich gut. Also, ja. Jetzt kannst du das probieren mit dem Trick. Du weißt genau, wie es geht. Genau. Mach mal den Osomas Trick. Ups, nein! Ja! Es hat nicht getroffen. Na, war ein bisschen zu weit oben. Es hat auch wieder nicht getroffen. Ich muss den Nerven gerade etwas. Ja, danke. Oh, das war viel zu weit weg. Ich würde es halt am besten von der Seite probieren. Stell dich auf dieselbe Lane wie der und dann versuch ihn zu füttern. So, zwei Bomben. Ja, jetzt kannst du es bei dem Dungeon im Konto auch vergessen, weil der hat jetzt schon eine gefressene Schippe im nächsten. Oh, du hast ihn doch, du hast ihn anders gemacht. Yo, gut jetzt gemacht. Jetzt hast du ihn einmal mit zur Bombe gekriegt. Und jetzt hast du ihn zweimal gefüttert, weil du zu langsam warst. Aber der Trotter. Ja, du hast gesehen, dass da ein haufenweise Zeug war, was mich behindert hat. Aber Osoma hat recht da in der Hinsicht. Warum versuchen sie das?
Ich sehe zwar, dass die Zeit schon lange überschritten wurde, aber scheiß doch drauf. Bin mir gerade mitten im Kampf. Ich kann doch was passieren, ich weiß es. Die Hand. Nö, ich sag nix. Ich spoilere es. Es ist die Hand. Es kann dir noch was passieren, aber ich sag nix. Es ist dieser dreckige Wichsgriffel, der mich wieder zum Anfang des Tempels zieht. Ich hab den schon im Waldtempel nicht gemocht. Ich kann nicht beruhigen. Hände kommen in diesem Dungeon nicht. Wenn nämlich Hände gekommen wären, wäre Final damals im Mapchen nicht so ausgerastet. Genau. Ich glaube, ich bin gleich tot, weil das Kaninchen ziemlich viel Schaden macht. Pfeile? Ja, gut. Kannst du ja noch nicht verwenden. Naja. Wenn du nicht den Bogen hast und auch nicht, noch nicht Pfeile hast. Du kannst übrigens auch durch einen Stein nach oben komplett durchstechen. Ja, das habe ich schon beim Wasser, so. Also bei diesem komischen Lavasee bemerkt, aber irgendwie ist es mir so sicherer. Hallo, komm her. Gut, jetzt muss ich es so machen. So viele Steine. Kann man aber. Naja. So. Hätte es gar nichts andeuten müssen. Ich hätte sowieso herumgeschoben wie ein Weltmeister. Und wenn so viele Steine hier sind in so einer japanischen Schriftzeichenform, dann muss irgendwas sein. Japanische Schriftzeichen? Es ist bestimmt japanisch und heißt Leide. Wolf Leide. Ja, vor allem Wolf Leide. Ja, siehst du, jetzt heißt es gut gemacht, Wolf. Das war gut. Und mit diesem gut gemacht verabschiede ich mich. Das war der Legend of Zelda. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss. Bitte. Tschüss.